Wissenschaftler sagen, dass der Mensch schon in 100 Jahren aussterben wird. Doch warum? Welche Naturkatastrophe könnte uns Menschen auslöschen? Welche Naturkatastrophe ist so groß und so mächtig, um uns zu töten in unserer weiten Technologie? Die Antwort ist leicht. Es ist der größte Feind des Lebewesen. Es ist der Mensch selber. Keine Naturkatastrophe, kein Tier, kein Komet hat jemals so viele Lebewesen getötet wie der Mensch. Täglich passiert es und wir wissen es nicht. Ich rede nicht darüber, dass täglich unzählige Menschen sterben. Ich rede über die Tierwelt. Wusstet ihr, dass jährlich 20 unerforschte Tierarten aussterben? Und die Tendenz steigt natürlich. Heute werden jährlich um die 60 Milliarden Tiere und 90 Milliarden Fische nur für unseren Lebensmittelkonsum getötet. Denn wieso zum Metzger gehen und 7 Euro für ein Kilogramm Fleisch ausgeben, wenn es beim Discounter nur 1,99 Euro kostet? Doch dass dieses Fleisch nicht gesund für uns und erst recht nicht für die Tierwelt ist, kann sich doch wahrscheinlich jeder denken. Falls nicht, dann erkläre ich es euch. Denn meistens werden in den Futtern der Tiere Medikamente gemischt, damit diese nicht erkranken und so besser gemästet werden können. Allerdings kommen dadurch auch sehr hohe CO2-Abstoßungen, dass die Umwelt sehr stark beeinflusst. Doch kommen wir weg von der Massentierhaltung. Wenn man Unkraut vernichten will, muss man es bei den Wurzeln packen. Doch wo sind die Wurzeln? Etwa bei den bösen Konzernen oder sind es die Konsumenten? Beide würden Sinn ergeben, denn wenn die großen Konzerne kein Fleisch aus Massentierhaltung verkaufen würden, könnte es auch keiner kaufen. Und wenn die Konsumenten es nicht kaufen würden, könnte auch niemand die Massentierhaltung finanzieren. Es sind unsere Gesetze. Wusstet ihr, dass im österreichischen Strafgesetzbuch steht, dass Tiere Objekte sind? Nein? Ich anfangs auch nicht. Doch als ich mich anfing, über das Thema zu informieren, fand ich dies heraus und war schockiert. Menschen und Tiere bewohnen beide die Erde und sind beides Lebewesen. Es ist beschämend zu sehen, dass der Mensch so weit entwickelt ist, doch aber trotzdem Tiere als Gegenstand sieht und immer wieder die gleichen Fehler macht. Was ich mit den gleichen Fehlern meine, ist, dass uns wie immer und wieder gesagt wird, dass es so etwas wie den Holocaust nie wieder geben darf und es wird auch nie wieder geschehen. Doch es geschieht gerade im Moment. Denn genau wie bei den Juden werden auch Tiere mit einer Nummer markiert, bevor sie getötet werden. Ich weiß, es ist sehr gewagt, Massentierhaltung mit dem Holocaust zu vergleichen, doch sehen wir es realistisch. Damals wurden Juden systematisch vergast oder erschossen und heute geschieht dasselbe mit Tieren. In der Massentierhaltung werden Tiere immer wieder in sogenannten Vergasungskammern geschickt, um dort unzählige Massen an Kühen oder Schweinen zu töten. Viele würden jetzt sagen, dass man Tiere nicht mit Menschen gleichsetzen kann. Denn damals wurden Juden gezielt getötet, um eine Rasse auszulöschen. Und Tiere werden ja nur für den Fleischkonsum getötet. Doch macht es das besser? Ist es dadurch besser, dass wir oder schlechter, was wir tun? Denn Menschen sind von Tieren abhängig. Und wenn diese nicht mehr existieren, werden die Menschen auch aussterben. Also warum sollte dann ein Menschenleben mehr wert sein als ein Tierleben? Kann hier irgendjemand mir die Frage beantworten? Nein, dachte ich mir. Die österreichischen Gesetze müssen sich verschärfen gegen Massentierhaltung und für höhere Strafen gegen Tierquäler. Man müsste verbieten, dass große Supermarktketten oder Discounter Fleisch aus Massentierhaltung verkaufen. Dies würde zu einer Kettenreaktion führen, sodass andere Länder ihr Handeln noch einmal überdenken und so hoffentlich auch einsehen, dass Tiere momentan als lebensunwürdig behandelt werden. Der Verbot von Fleisch aus Massentierhaltung würde auch sehr viele Jobs schaffen. Man würde viel mehr Arbeiter brauchen, um Tiere fair und lebenswürdig zu halten. Das würde nicht nur uns gut tun, sondern den Tieren und der Wirtschaft helfen. Wir müssen einsehen, dass wir nicht über die Werte eines Tierlebens entscheiden dürfen. Wir hören immer in den Medien, dass wir für das Gute kämpfen sollen und für unsere Rechte. Doch was ist mit den Rechten der Tiere? Wer soll dafür kämpfen? Die wenigsten haben erkannt, dass der Mensch nicht so weitermachen kann. Denn wir steuern geradeaus gegen das Aussterben der Tiere und so ebenso dem Aussterben der Menschheit.